Moin meine Freunde, das mache ich mich und willkommen zurück zum nächsten Part von Mario RPG. Fand ich jetzt, hä? Warum steht er denn jetzt hier im ersten Raum wieder? Obwohl er doch eigentlich die anderen noch zeigen wollte. Keine Sorge, ich werde euch alle zeigen, aber... Bruder, muss los. Ich werde euch alle zeigen, keine Sorge... Aber ich möchte diesen Raum fertig machen, weil das mit den Action am interessantesten ist nun mal. Wollen wir das haben? Okay, das wollten wir haben. Das war ein Blumenpunkt, ja. Definitiv wollten wir das haben. Oh Gott, wir müssen da wieder raufkommen. Ein Raum kommt nämlich ja noch. Oh Gott. Werde ich auch immer noch zeigen, die anderen. Aber mit Safe States. Also wir werden davor laden von dem Raum. Und so. Was ist hier? Ah, Donkey Kong. Oh ne, noch drei Chancen. Dein Ernst. Ja, alles klar. Das ist ja mal total unrealistisch. Leute, am besten Willen, ich werde hier safe staten. Weil das ist total unrealistisch. Wie soll ich das denn hinbekommen? Das ist auch voll unrealistisch. So habe ich. Vom, genau, soll ich das. Woher soll ich bitte wissen zur Hölle, dass da von oben ein Fass runterkommt? Das kann ich ja gar nicht wissen, dass da ein Fass kommt. Das kann ich gar nicht wissen. Woher denn auch? Ja, siehst du, woher soll ich wissen, dass da ein Fass ist? Hallo? Nein. Woher zur Hölle soll ich das wissen? Aber ich glaube, das Fass kommt hier an derselben Stelle mal runter, dort wo diese Ranke ist, glaube ich. Ja, oder doch nicht. Das hat mich total irritiert, dass das Fass da jetzt vorne runtergefallen ist. Hat mich dermaßen irritiert. Aber da fallen die mal gleich. Es fällt erstmal eins dort runter und dann eins dort, oder wie? Wie hoch ist denn das? Also das kann man glaube ich einüben. Also erstmal fällt das Fass hier links runter, dann das rechte. Heißt hopp, 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 hopp hoch, eins hoch. Haben wir es geschafft, wir haben ihn. Alter, ist ja richtig krank. Super Slap bekommen wir. Klingt geil. Ist ein Ausrüstungsgegenstand wahrscheinlich für Peach, würde ich behaupten. The Princess Mega Slap, yo. 185 Damage, Bruder. Wie viel macht Bowser? Herr Bowser hat 184 einfach. Und Peach macht einfach 185. Hä? Alter, was ist los? Geil, okay.
So, und jetzt, Raum 3 haben wir schon gesehen. Raum 5 und 6 wollen wir noch sehen. Da ich nur einen davon zeigen kann, wird das ein der mit Action. Heißt, ich werde jetzt auch hier Self-Staten. Werde dann, falls wir jetzt in den falschen Raum reingehen, laden. Genau, heißt, ich werde jetzt laden, weil das hier mit Action ist. Den würde ich gerne schaffen. Heißt, wir gehen ganz kurz mal hier reingucken. Das müsste der mit dem Kämpfen sein. Wer von uns sieht, ob hier krassere Gegner sind oder ob hier einfach Luschen sind. Ich werde für euch mal ein bisschen vorspulen, denke ich mal. Ich werde ab jetzt die Zeit beschleunigen, um euch hier mal ein bisschen ein paar Kämpfe zu zeigen. Dann sehen wir uns, hören wir uns wieder, wenn ich hier vorbei durch bin. Wir hätten das nur theoretisch geschafft. Ich habe das jetzt auf vierfache Beschleunigung gemacht. Das war also sehr schnell. Aber, ja. Sag es jetzt, welches Item würden wir hier bekommen? Die Drill Claw. Aber wir werden es trotzdem nicht mitnehmen. Also wir werden definitiv das resetten. Das heißt, die ganzen Level-Ups, die wir jetzt haben, werden rückgängig gemacht, die ganzen die Kiste, ihr habt gesehen, Endgegner, hier war eine Kiste, das war richtig krass. Also der Raum ist ja schon echt hart, schwerer als der erste. Also, eins kann ich euch nur ans Herz legen. Wenn ihr dieses Spiel spielt, habt Angst vor diesen Kisten, seid extrem vorsichtig. So, wir werden jetzt diesen Safe State nehmen und laden und dann jetzt diesen Raum hier fertig machen im Prinzip. Gut, das hat gut funktioniert. Ach, das Ding kommt hoch. Ja gut, dann fangen wir nochmal von vorne an, Bruder. Das hat ja so keinen Sinn. Ach, oder kann man nicht? Ah, super. Ne. Die wollen nicht, dass ich da springe oder was. Never wollen die das.
Never. Oh. Oh. Skill. Oh. Oh. Eine noch. Ja. Wow. Ist da oben noch? Da ist doch safe irgendwas oben. Da oben war doch. Wenn man da hochklettern würde, hier auf die Plattform jetzt gehen, dann da oben drauf springen. Safe was, aber das tut mir nicht an. So. Ich werde jetzt hier safe staten, weil ich habe noch 7 Herzen, das ist richtig krass, also. Ach so, alles klar. Heißt, ich soll. Ein Pick-me-up, ja, brauchen wir nicht. Schmeiß weg. Boah, dieser Skill. Dieser Bombe ausgewichen bin, also diesem Bob-Bomb ausgewichen bin. Holy shit. Das ist schwer, weil ich muss, um dahin zu lenken, wo ich will, in die entgegengesetzte Richtung lenken. Wenn ich nach vorne will, muss ich nach hinten lenken, logischerweise. Und das macht echt kritisch. Max Mushroom. Das ist wirklich kacke, ich bin gerade drauf und dann kamen die direkt. Die Münzen können mich mal. Nee. Nein. Wieso ist denn der da nicht reingesprungen? Ich hab gesagt, drückt, dass der da reinspringt. Das sollten wir es aber easy schaffen. Denn. Danke. Okay. Ich mach das mit dem Safe State noch nur, weil ich wirklich. Weiß, dass ich zu kacke bin. Und nee, es kommt hier so ein Spiel oder was? Alles klar. Ja, das ist noch ein bisschen machbarer, denke ich. Hier konnte ich jetzt nochmal schummeln. Also hier bin ich auch nicht so dringend auf die Kisten aus, also. Ich will eigentlich nur rüber. Schaffe ich nicht. Okay, schaffe ich nicht. Ja, verkackt. Gut. Das verstehe. Das ist dieser Mode 7 Kack, ne? Das ist unglaublich. Dieser Mode 7 Kack, man kann. Ja, lass mich halt in Ruhe, ey. Meine Güte. Man kann es nicht kontrollieren, wo man hinspringt. Kann man nicht. Es ist total kacke. Das ist unmöglich, Alter.
Man muss, bevor man springt, so viel länger warten, als man denkt, ne? Wie weit ist denn der Kack noch? Geisig. Jetzt sehe ich einfach gar nichts. Oh. Pick me up brauche ich eh nicht. Geil. Da ist es. Da ist das Ende. Oh, es hat gerade gelaggt, aber ich habe es geschafft. Ich habe es. Sonic Campbell, das ist, würde ich sagen, für Mellow. Das ist natürlich ganz gut, weil wir den im Endbosskampf eh mitnehmen werden wahrscheinlich. Zack. Dann wird in dem Quizraum, den wir jetzt nicht gemacht haben, in dem Raum 3, wird vermutlich, wir hatten jetzt Nick, was für Gino hatten wir was, wir hatten was für Dings. Für Peach haben wir was und im letzten Raum, im sechsten Raum ist was, im sechsten Raum ist was für Bowser. Dann wird in Raum 3 das Item für Mario sein. Oh. Kritisch. So, meine Freunde. Das ist Smithys Castle. Hier sind keine Durchreisenden erlaubt. Kam, ich will mit uns kämpfen. Die Sache ist, ich weiß nicht, wie lange wir noch Zeit haben. Und deswegen werde ich jetzt ganz kurz mal auf die Uhr gucken, wie lange der Part noch gehen kann. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, Leute, ich habe das Gefühl, das ist jetzt der perfekte Moment, um diesen Part zu beenden. Im nächsten Part werden wir Kamek besiegen. Und ich denke, im übernächsten Part beenden wir dieses Spiel. Ich kann es nicht sagen, vielleicht brauchen wir nur 3 Parts, aber ich denke, das müsste jetzt innerhalb der nächsten 3 Parts eigentlich vorbei sein. Und deswegen danke fürs Zusehen. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Könnt ihr kostenlos alles machen. Wenn ihr nicht, lasst bitte auch, aktiviert auch bitte die Glocke, weil YouTube spinnt. Und deswegen kann man die Benachrichtigungen nur noch alle auf jeden Fall sicher bekommen, wenn man die Glocke aktiviert hat. Deswegen tut das bitte. Kommentar schreiben freut mich immer. Und dann danke ich fürs Zusehen. Diesem Idioten wie mir hier. Und dann sehen wir im nächsten Part, wie wir Kamek verprügeln. Dann gucken wir, weil es rot nicht blau ist wie sonst. Na gut, wir werden sehen. Bis dann und ciao.